Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei City Skylines. Genau, wir sind hier wieder zurück und zu wenig Dienstleistungen. Ja. Ja, wir brauchen wieder mehr Dienstleistungen. Genau, heute mal wieder verpeilt. Hier wieder zurück bei City Skylines. An unserer etwas hässlichen Stadt. Sind ja nicht mal Schiffe angekommen. Ja, hier ist ein Schiff. Geil. Alter, das sieht ja mal geil aus. Das habe ich noch nie gesehen. Nice. Gefällt mir. Das ist ja mal geil. Also so Schiffe sind schon geil. Und hier sieht man schon, die Verschmutzung vom Fluss läuft weiterhin an. Und wir brauchen wie immer neue Dienstleistungen. Wir müssen jetzt mal gucken. Dass wir jetzt hier so ein bisschen uns hier um die Menschen hier kümmern. So. Wasser. Abwasserklärung. Setzen wir auch nochmal hier so ein Ding hin. Am besten gleich hier nebendran. So. Eine Wasserpumpe. Kommt auch nochmal hin. Damit wir da im Voraus genügend Wasser haben. Also wie gesagt, ich werde City Skylines bis hier hinten sollten wir vielleicht noch einen Mülldeponie hinbauen. Ich werde City Skylines so lange spielen, bis wir die Megalopolis haben. Das habe ich glaube ich ganz am Anfang gesagt. Also im Prinzip ist man halt die größte Stadt hat, die größtmögliche Stadt. Und dann werden wir das Let's Play beenden und dann empfehle ich euch echt selber mal das Spiel zu spielen, weil es einfach richtig bockt. Also wenn ihr so eine Art von Spiele mögt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall das Spiel kaufen. Und das mal spielen. Das macht ziemlich viel Spaß. So, wir kümmern uns einfach nochmal hier rum, dass die ganze Versorgung hier steht. Gesundheitswesen, ja. Mhm. Läuft eigentlich auch ganz gut. Wie sieht es mit den Krankenhäusern aus? Mit den Krematorien auch. Feuerwehr. Kommt vielleicht mal hier noch hin. So, und ansonsten reicht es erstmal mit der Feuerwehr. Also man kriegt es nicht so. Also die Feuerwehr ist, da braucht man glaube ich am meisten davon. Was haben wir hier noch? Kriminalität. Sollten wir vielleicht hier hinten noch ein Krankenhaus, ein Ding hinmachen, so ein Polizeiteil. Die Bildung. Okay. Hauen wir vielleicht nochmal hier so eine Schule irgendwo hin. Einfach hier so gegenüber. Universitäten haben wir auch genug. Die Verbindungen, die stehen auch alle. Wobei wir hier noch eine Haltestelle machen könnten. So. Ein Park kommt hier noch hin. Freuen die sich da auch. Und hier. So. Dann haben wir jetzt Dienstleistungen, haben wir jetzt genug. Sagen wir, gehen jetzt mal einfach ein bisschen in den schnelleren Modus. Was hier? Zu wenig Dienstleistungen. Ich glaube es auch nicht so gut, dass das. Ja, guck mal, hier sind die auch krank. Wegen dem Teil hier. Vielleicht machen wir das mal hier ein bisschen anders. Und zwar reißen wir das mal ab. Bauen eine kleine Brücke. Hier rüber. So. Setzen das Ganze wieder nach unten. Und hauen diese Mülldeponie nach da. Natürlich brauchen wir jetzt wieder Wasser. Warte. So. Damit die da nicht krank werden. Weil sonst verschmutzt es das doch schon ein bisschen arg. Hier vielleicht ebenfalls, wobei wir erst noch das Grundstück kaufen müssten. Das werden wir dann später mal machen.
Okay. Jetzt nimmt hier die Verschmutzung auch eigentlich relativ schnell wieder ab hier. Das werden wir nachher noch sehen. Dann ist das hier weg und dann bildet sich hier die Verschmutzung. Oh shit, wir haben Stromproblem. Ja, nach Strom habe ich jetzt gerade nicht geguckt. Dann hauen wir einfach nochmal hier so einen Teil hin. Der, das brennt. Ja, geil. Wieso brennt denn der Shit? So. Brennst du noch lange? Müssen den Strom echt im Auge behalten. So, jetzt läuft wieder. Und der Strom ist im grünen Bereich. Wir werden später mal ein paar Atomkraftwerke bauen. Die sind einfach am sinnvollsten. Hier, die Mülldeponie leeren wir mal. Und dann können wir die abreißen. Hier ist jemand krank. Aber wir sollen uns mal nicht weiter stören. Hier sieht es mit dem Verkehr aus. Hier staut sich noch ein bisschen hier innen drin. Hier läuft es eigentlich soweit. Wie sieht es hier hinten aus? Ja, hier hinten geht es auch noch. Gut. Also hier kommen dann wieder Bürogebäude hin. Dann können wir noch ein paar Wohnungsviertel bauen. Würde ich mal sagen. Und zwar dann. Hier machen wir, denke ich mal, so ein neues Viertel hin. Was ist das hier denn für ein Rohstoff, den wir hier haben? Wir haben hier ziemlich viel Erdöl. Okay. Dann würde ich mal sagen, reservieren wir das mal hier so als Industriegebiet und bauen hier vor ein paar Häuser hin. So. Gucken wir mal weiter von oben. Können wir das Ganze gerade bauen? Wobei das jetzt auch nicht wieder so gerade ist, aber scheißegal. So. Würde ich mal sagen, machen wir hier eine Straße nach unten. Und da. Und da. Jetzt können wir hier einfach so ein paar Verbindungsstraßen bauen. Das können wir eigentlich einfach so weiterführen. Hier machen wir dann zwei rein. Ja, okay, da können wir das nicht machen. Dann machen wir es halt so. Und so. So, denke ich mal, passt es so ganz gut. Dann müssen wir das Ganze nat ja, dieses. Oh, was haben wir hier? Zu viele Tote oder was? Na egal, eigentlich müssten wir genug haben. So, dann bauen wir mal hier die Straße hier rüber. Wir könnten hier auch noch Gewerbegebiete hinbauen. Ich denke mal, wir werden das mal hier noch in diese Richtung so erweitern. So. Na, das ist ein bisschen blöd gebaut. Na, egal. Hauen wir halt hier noch zwei Straßen. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber draußen ist so ein riesiger Sturm. Es stürmt schon die ganze Zeit extrem. Ist echt krass, ist echt krass. Krass, Junge. So, hier kann man abbiegen. Wir müssen noch von der anderen Seite eine Straße bauen. Und zwar so nach oben. Hier rüber, darunter. So, dann hätten wir das auch damit verbunden. Dann brauchen wir wie immer Wasser. Ich hoffe, man hört diesen Sturm da draußen nicht. Der wütet da echt ganz schön. Wobei ich eigentlich so Sturm eigentlich gar nicht mal so schlecht finde. Ich finde es irgendwie geil, wenn es so stürmt. Finde ich irgendwie cool, wenn der Wind dann einen so fast wegweht. So.
Dann machen wir das noch so hin. Das noch so hin. Und das so hin. Okay. Jetzt denke ich mal, machen wir erstmal hier ein paar Gewerbegebiete hin, weil da die Nachfrage gerade einigermaßen hoch ist. Wir sagen, der Teil hier ist so Gewerbegebiet. Und hier dann so Wohngebiet. Natürlich brauchen die hier auch noch Strom. Den Strom muss man eben im Auge behalten. Was mich auch immer wundert, dass das hier einfach automatisch Strom erzeugt. Nimmt es den Strom unterirdisch oder was? Ich weiß es nicht. So. Dann Parks brauchen wir natürlich. Ganz viele Parks. Ihr wollt Strom, den kriegt ihr natürlich. So, hier noch ein Park. Da noch einer. Dann Feuerwehr, müssen uns auch drum kümmern. Kriegt ihr noch ein Feuerwehrauto-Ding hin. Müll ist natürlich auch ganz wichtig. Es geht mal hier ein bisschen weiter weg, damit nicht hier wieder alles so verschmutzt ist. Wenn wir die Stadt dann noch ein bisschen erweitern, also dieses Stadtviertel da. So. Krankenhaus. So. Polizei setzen wir auch mal hin. So. Gut, dann entsteht hier hinten ein neues Viertel. Ist ja schon mal ganz gut. Hier die Mülldeponie müssen wir jetzt auch mal leeren. Können wir die auch wegreißen? Ist die andere hier mal leer? Leert sie immer noch? Keine Ahnung, mehrere Probleme, weiß nicht. Du bist wahrscheinlich auch selber so ein Problem. So, weiterhin Parks natürlich hinstellen. Damit die sich schön in höhere Stufen bauen. Oh, guck mal, hier haben wir wieder einen kleinen Verkehrsstau. Hier auch, also in die Stadt rein ist mehr Nachfrage als raus. Okay. Hier läuft es eigentlich ganz gut. Ja. Ja, läuft. Hier unten. Wieder ein paar Parks hinstellen. Beziehungsweise, was sind das eigentlich für Dinger? Paradoxplatz. Ja, ich nehme mal Paradoxplatz, weil die einfach voll wenig Platz verbrauchen. Und den Strom, den müssen wir natürlich wieder im Auge behalten. Was haben wir denn hier hinten für ein Problem? Ein Verstorbener muss abtransportiert werden. Ja, okay, hier hinten machen wir vielleicht nochmal ein Krematorium hin. So. Apropos Krematorium sollten wir hier hinten auch hinstellen. Da. Was können wir noch hier an den Dingern bauen? Sollen wir mal hier so ein Teil hinbauen? Hauen wir einfach mal dahin, keine Ahnung. Was haben wir denn noch so? Kolossalorder, internationales Büro. Sollten wir vielleicht zum Bürogebiet stellen? Stellen wir das mal hier hinten so hin. Was ist das? Ein großes Einkaufszentrum. Okay, dann kommt hier mal so ein Einkaufszentrum hin.
Steuerbehörde, Steuerbehörde. Ist wahrscheinlich nicht so beliebt. Ah, wir brauchen hier noch Wasser. So. Dann setzen wir halt hier diese ganzen Teile hier hin. Dann sind die auch mal weg. Was ist das hier? Geschäftspark. Geschäftspark. Das würde ich aber auch eher lieber hier hinten hinstellen. Oder hier hinten. Komm, stellen wir das mal hier hin. Was ist das? Ein Opernhaus. Opernhaus können wir auch hier hinten hin machen. Dann können die sich hier so eine Oper reinziehen. Unterdrückungsbüro. Wenn sich jemand unterdrücken müssen, dann sollten sie zum... What the fuck? Unterdrückungsbüro. Ja, stellen wir es einfach mal dahin. Alter, wie viele Dinger gibt es hier denn? Wissenschaftszentrum. Wissenschaftszentrum. Stellen wir mal. Wo haben wir noch Platz? Hier hinten hin. So. Stellen wir mal hier hin. Was ist das? Aquarium. Ein Aquarium. Komm hier. Ihr mögt doch Aquarien. Expo Center. Stellen wir mal daneben hin. Turm der hohen Zinsen. Oh. Der kommt mal hier hinten hin zu dem Bürogebäuden. Ein Stadion. Ja, Leute, ihr seht, ich stelle das ist einfach irgendwo hin. Das ist mir eigentlich ziemlich egal, ob das jetzt schön ist oder nicht. Ich habe es ja schon mal erwähnt, dass ich da jetzt nicht so viel drauf setze. Nur, wir haben hier nicht so viel Platz, um die ganzen Dinger hinzustellen. Müssen wir die halt alle hier hinten hinstellen. So. Irgend so ein Museum. Ein Wolkenkratzer. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Na, egal. Dann haben wir die ganzen Gebäude mal hingesetzt, dann kommen auch mehr Touristen. Also man sieht die Einnahmen der Touristen. Die Steuern könnten wir eigentlich auch erhöhen. Das machen wir jetzt einfach mal, oder? Den sagen wir so auf 11%. Ja, tue dein Leben mit deinem Müll. 11% Steuern. Müllverbrennungsstatus. Dann hauen wir halt hier noch eine Mülldeponie hin. Hier auch noch eine. Ansonsten passt es ja von dem Müll her. So. Dann kriegen wir jetzt nämlich mehr Geld. Weil die Steuern könnten wir eigentlich schon so 9%. Also man kann die eigentlich schon so auf 12% erhöhen, ohne dass sie sich jetzt irgendwie total aufregen. So, und hier hinten kommen weiterhin neue Einwohner dazu. Wir könnten noch gleich noch ein Park hin machen. Wir werden jetzt hier noch ein paar mehr Wohngebiete ausschildern. Wobei, ne, hier möchte ich das nicht. Da soll es kein Wohngebiet geben. So, sondern nur hier. Also an dieser Straße hier entlang. So. Gut. Dann können da noch ein paar Leute einziehen. Und wir kriegen weiterhin sehr viel Geld. Das ist natürlich richtig geil. Jetzt können wir hier noch das hinstellen. So. Und dann hätten wir erstmal alle Dinger hingestellt, die wir hinstellen können. So. Was machen wir als nächstes? Hier diese Mülldeponie macht irgendwelche Probleme. Es hat hier keinen Platz mehr. Keine Ahnung. Die brauchen einfach mehr Leute hier. Sie brauchen mehr Leute. Nicht genügend Arbeiter. Ja, das Problem kenne ich gut.
Deswegen haben wir hier unten neue Wohngebiete. Guck mal, okay, jetzt gibt es hier schon so ein paar Staus. Oha. Ein paar ordentliche Staus. Sollten wir hier vielleicht noch eine Straße hinbauen? Sollte der Verkehr sich ein bisschen mehr aufteilen. Guck mal, ein bisschen steil hier die Brücke, aber egal. Im Verkehr. Du kannst auch da hochfahren, gell? Wollte ich nur so sagen. Hä, wo wollen die denn alle hin? Die wollen alle hier hinten hin. Nicht genügend Kunden. Okay, also wir brauchen echt mehr Leute. Ein Verstorbener muss abtransportiert werden. So. Jetzt dürften die aber zufrieden sein. Mit den ganzen Leichenwegen, die hier rumfahren. So. Strom läuft, Wasser läuft. Bildung ist auch im grünen Bereich. Jetzt könnten wir genau noch hier ein paar Busse hinstellen. Ihr kennt's ja, ganz viele Busse sind immer ganz wichtig. Einfach ganz viel hier rumklicken und die hinsetzen. So. Okay. Der Müll wird hier auch ordentlich verbrannt. Ich finde es auch immer cool, hier so nah ran zu zoomen. Hier drehen sich sogar die Propeller und so. Der kommt der Dreck hoch. So, und es kommen weiterhin neue Leute dazu, die wir natürlich auch benötigen. Wenn jetzt hier noch ein Wohngebiet mal hinsetzen, würde ich sagen. So. Ich baue gerne so ein bisschen abgetrennte Gebiete. Finde ich irgendwie cool. Ist dann so wie Stadtviertel halt. Man kann ja auch die noch als Stadtviertel markieren, aber es bringt es eigentlich nur bei der Industrie. Wenn man das ganze Ding jetzt hier mal so ein bisschen enger. Natürlich alles krumm und schief. So wie wir das wollen. So, selbstverständlich werden wir hier eine Straße rüberbauen. Oh, kolossale Stadt. Oh, jetzt das nächste Metropole. Aber wir haben bald unser Ziel erreicht. Bald ist das Let's Play schon fertig, lol. Okay, vielleicht werden wir dann doch noch ein bisschen länger spielen. Ich weiß nicht. Ich glaube, danach. Also nach jetzt. Nach Metropole kommt, glaube ich, Megalopolis oder so. Aber es wäre dann scheiße, wenn das Let's Play dann schon rum ist, oder? Ich weiß es nicht. Ich meine, im Moment, wo ich es gerade aufnehme, bin ich noch im Voraus im Voraus aufnehmen. Ich habe nämlich noch keinen einzigen Part veröffentlicht. Der kommt erst heute Abend, der erste Part raus. Das müsst ihr euch mal überlegen. Hm? Das ist schon krass, oder, Leute? Ich weiß gar nicht, wie ihr das Let's Play findet und nimmt trotzdem schon so viel auf. Oh mein Gott. Lol, hab ich jetzt hier die. What the fuck? Okay. Ja, hier wächst halt so ein bisschen Gras auf der Straße. Ich meine, wir rauchen ja alle gerne Gras. So. Gut. Wasserlinien. Hier einen. Da.
So. Und dann werden hier Wohngebiete hinkommen. Denke ich mal. Ehrlich gesagt muss ich sagen, inzwischen habe ich jetzt schon 35 Spielstunden im Spiel. Und so langsam... Wie soll ich sagen, ist das Spiel so langsam für mich so schon ein bisschen beendet. Weil ich einfach schon ziemlich viel gespielt habe. Und dann ist es dann irgendwann doch einfach, wo du sagst, so ja, hier bis hierhin und nicht weiter oder so.